Die eigene Identität. Wie wichtig das ist, da könnten Psychologen wahrscheinlich mit dem Thema ganze Bibliotheken füllen. Aber eigentlich ist erstmal gar nicht klar, warum das so wichtig sein sollte. Die meisten Menschen definieren sich über die Zugehörigkeit zu mindestens einer Gruppe und für die ist es auch völlig normal. Und es muss da auch schon eine größere identitätsstiftende Gruppe sein. Familie ist da noch zu wenig. Und auch, dass man mehreren Gruppen angehört, ist üblich. Jemand könnte Österreicher, Christ und gleichzeitig Veganer sein. Und so weit, so unproblematisch. Sollte man meinen. Wie wichtig das Ganze aber ist, wird erst dann klar, sobald man selber keine klare Zugehörigkeit oder eben Identität mehr hat. Die Identitären haben das Wort schon in ihrem Namen. Aber auch für die radikale Gegenseite, die Linken, auch denen ist völlig klar, dass die Identität wichtig ist. Ich sage nur LGBTQ-Community. Da wird die Identität über die eigene Sexualität definiert. Und es ist absolut tabu, die Identität einer Lesbe als Lesbe, eines Schwulen als Schwulen oder eines Transsexuellen als Transsexuellen in Zweifel zu ziehen oder sich gar darüber lustig zu machen. Also auch die Linken haben ihre Identitären. Jene, die ihre Identität an ihrer Hautfarbe festmachen, sind üblicherweise Rassisten. Aber auch hier, man tritt einer hautfarbenspezifischen Gruppe bei und nimmt so eine Identität an. Stellen wir uns nun einen Immigranten dritter oder späterer Generation vor. Da ist es denkbar, dass sich so einer nicht wirklich als Österreicher definiert, speziell wenn er ständig Vorbehalte spürt. Die Verbindungen zum Land der Vorfahren könnten allerdings auch schon recht schwach sein. Es ist denkbar, dass so einer, etwa mit Wurzeln in der Türkei, dann nicht mehr als so vollwertiger Türke betrachtet wird, besonders wenn seine türkische Sprache zweifelhaft ist. Wenn er denn nun schwul oder transsexuell oder feminist ist, könnte er Aufnahme in solchen entsprechenden Communities finden. Wenn er das aber auch nicht ist, dann fehlt da etwas. Die Gruppe, die einem Halt gibt. Und wenn dann noch ein Versagen im Leben droht, die Noten nicht besonders gut sind, die Voraussetzungen unfair sind, dann fehlt die Identität. Dann spürt man das Fehlen einer Zugehörigkeit zu einer Gruppe, in der man vorbehaltlos willkommen ist. Und dann tauchen da plötzlich Leute auf, die einen daran erinnern, dass man doch eigentlich ein Moslem ist. Diese Leute nennen einen dann plötzlich Bruder, behandeln ihn dann mit vollstem Respekt und es ist auch nicht geheuchelt, sondern es ist tatsächlich so gemeint. Jemand, der an der Schwelle zum gescheiterten Leben ist und dann plötzlich Brüder findet. Na, was wird da wohl passieren? Wird so einer sich dieser Gruppe anschließen? Wird so einer sich dieser Gruppe verpflichtet fühlen? Wird so einer dann die Identität dieser Gruppe annehmen? Im Ausland, in Staaten, die Diktaturen sind oder sogenannte Failed States, wo es keinen Sinn macht, sich mit dem Heimatland zu identifizieren, weil es einfach nichts echtes Identitätsstiftendes gibt. Wenn dann der eigene Stamm schwach ist oder die Stammesstrukturen schon gar nicht mehr da sind, da bleibt dann oftmals auch nur die Religion. Und wenn man alle diese Informationen nun zusammenfügt, dann ergibt sich der Schluss, dass es verhängnisvoll ist, wenn man Verlierer produziert. Zu viele Kinder pro Familie. Das erzeugt gesellschaftliche Verlierer. Wir haben Länder mit extremen Geburtenraten, wo die Katastrophe schon vorherbestimmt ist. Wir haben Länder, oftmals dieselben, in denen Verwandtenehen in schrecklich hohem Ausmaß inzuchtgeschädigte Kinder hervorbringen. Das erzeugt Verlierer. Wenn wir Frieden auf der Welt wollen und gleichzeitig den Islam entschärfen wollen, dann kann meiner Meinung nach die Aufgabe nur eine sein. Aufklärung und Bildung, besonders über den Juice-Bulge-Effekt und die Folgen von Verwandtenehen. Mit etwas Abstand dann über die Bedeutung einer Identität. Mit diesem Wissen kann man dann Strategien entwickeln,
wie in Zukunft das Entstehen von Verlierern verhindert wird. Und dann sind auch all jene Ideologien entschärft, die diesen wenigen dann trotzdem noch vorhandenen Verlierern eine Identität in ihrer speziellen Gruppe bieten. Im nächsten Video geht es weiter mit dem Thema Apologetenabwehr. Danke.